Die Gewaltspirale zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon dreht sich immer weiter. Durch israelische Angriffe wurden am Montag im Libanon laut Angaben der Regierung in Beirut fast 500 Menschen getötet, mehr als 1600 Menschen wurden demnach verletzt. Damit markiert der Montag den tödlichsten Tag in dem Konflikt seit Beginn des Gazakriegs vor knapp einem Jahr. Die Hisbollah ist mit der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas verbündet, die am 7. Oktober 2023 einen beispiellosen Überfall auf Israel mit Massakern an der Zivilbevölkerung verübt hatte. Die israelische Armee griff am Montag nach eigenen Angaben etwa 1600 Ziele im Süden und Osten des Libanon an. Sie gab an, eine, so wörtlich, große Zahl an Hisbollah-Mitgliedern getötet zu haben. Es sei militärische Infrastruktur zerstört worden, die Hisbollah seit 2 Jahrzehnten aufgebaut habe. Die Hisbollah ihrerseits feuerte abermals Geschosse Richtung Israel ab. Tausende Zivilisten flohen aus dem Süden des Libanon. Die USA stellen derweil im Vorfeld der UN-Generaldebatte eine Initiative zur Deeskalation in Aussicht. Ein hochrangiger Regierungsvertreter äußerte sich zudem ablehnend über eine mögliche israelische Bodenoffensive im Libanon.